Hallo und herzlich willkommen zum CISO Summit der Kalenderwoche 33. Diese Woche mit Fuxploit, den Foreshadow-Schwachstellen und mal wieder Patches. Bei der Fuxploit-Schwachstelle geht es darum, dass die Firma Checkpoint sich angeschaut hat, wie die Fax-Module von Multifunktionsgeräten funktionieren und ob man die angreifen kann. Sie haben es geschafft dabei, ein Fax zu schicken, was quasi den kompletten Drucker, also das komplette Multifunktionsgerät manipuliert hat, und die waren in der Lage, eine komplette Rechte-Eskalation auf dem Gerät herbeizuführen, nur mit einem Fax. Was bedeutet das jetzt für uns in der Verteidigung? Wir haben in der Regel Multifunktionsgeräte in unseren Unternehmen stehen, die eine Anbindung haben, meistens auch ans Fax, und wenn irgendjemand quasi an unser Faxmodul dieses Multifunktionsgeräts ein Fax schickt mit diesem manipulierten Inhalt, kann er quasi Admin werden oder mit erweiterten Rechten auf diesem Gerät arbeiten und bedroht dann unsere Infrastruktur heraus aus dieser Situation, wo er einen Teil der Infrastruktur kontrolliert. Diese Schwachstelle wurde jetzt bei HP gefunden, wobei an der Stelle Checkpoint gesagt hat, wir wissen nicht, ob es noch für andere geht. Wir haben es auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig untersucht. Also gibt es noch keine weiteren Informationen, zu wen es noch betrifft. Es könnte sein, dass das quasi noch viel mehr Hersteller betrifft. Aber in jedem Fall betrifft es HP. Und da müssen wir ein bisschen was draus lernen. Das erste ist wohl, dass es ein Update dafür gibt. Das heißt, man sollte die Geräte auf Auto-Update gestellt haben, laut deren Aussage. Und dann wäre das Problem mittlerweile wohl gefixt. Schauen Sie da mal nach, ob es für Ihr Gerät schon ein Patch gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Sie solchen Geräten wie ein Multifunktionsdrucker natürlich überhaupt nicht trauen dürfen, von Netzwerkseite her. Und das hatten wir auch schon in einigen Videos. Bauen Sie Ihre Netze so auf, dass wir eine Netzsegmentierung haben, die von vornherein davon ausgeht, dass sich einer Ihrer Geräte gegen Sie wendet. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein eigenes Segment haben für Drucker und oder Multifunktionsgeräte und packen die da alle rein, haben das vielleicht sowas ähnliches wie ein Private WLAN ausgerollt, sodass man da quasi sagen kann, der eine Drucker kann nicht mit dem anderen Drucker reden, dann haben wir da schon mal eine starke Isolation. Und dann ist das nächste, der Drucker muss ja eigentlich mit überhaupt niemandem reden. Der Drucker wird angesprochen vom Print-Server. Jetzt gibt es vielleicht ein, zwei Sonderregelungen oder so, aber es ist so, dass ein Drucker selber relativ wenig Kommunikation initiieren muss. Das wiederum bedeutet, wenn jemand per Fax den Drucker hijackt, den Drucker kontrollieren kann, von dort aus nicht wirklich weiterkommt, weil das Netzwerk schon sagt, hier ist Schluss. Natürlich sollten wir den Drucker auch beschützen, weil der selbst ja auch Geheimnisträger ist, weil wir drucken vertrauliche Dinge aus oder da sind vielleicht Zugänge auf WebDAV oder irgendwas drauf abgelegt, aber wir wollen natürlich einmal verhindern, dass es überhaupt passiert, das ist das eine. Das andere ist aber, den Impact zu reduzieren, und da kann man mit Netzwerksegmentierung wieder viel machen. Mehr Details schreiben wir in die Beschreibung, da werden Sie Links finden, wo Sie noch ein bisschen was nachlesen können. Die Foreshadow-Schwachstelle, diesmal heißt es nicht Spectre, aber es schlägt in ähnliche Kerbe, ist eine weitere Schwachstelle in den Intel-CPUs. Die Foreshadow-Schwachstelle ermöglicht es jetzt im Gegensatz zu Spectre, auf beliebige Speicherbereiche zuzugreifen. Aber das ist jetzt so ein bisschen eine mehrstufige Attacke. Also es ist so, dass es wieder um die Predictive Code Execution geht. Das heißt, es geht darum, dass die CPU quasi Code ausführt auf Verdacht, weil sie quasi versucht, möglichst früh Code auszuführen, den wir eventuell dann eben brauchen, um dann noch schneller zu sein. Und über diese Foreshadow-Schwachstelle kann man das wiederum ausnutzen, um beliebige Speicherbereiche anzusprechen. Die können wir aber nicht direkt auslesen. Was wir mit denen machen ist, wir laden die quasi in den Cache und dort können wir sie mit der Spectre-Schwachstelle wieder abholen. Spectre selber war ja reduziert auf einen gewissen Speicherbereich, also wir konnten jetzt nicht komplett über alles drüber gehen. Das wäre jetzt in der Kombination mit einer Foreshadow-Attacke möglich. Was kann man dagegen machen? Sie könnten Hyper-Threading deaktivieren auf Ihren CPU, aber dann bricht die Leistung vielleicht um 50% zusammen. Also das geht auf gar keinen Fall. Es gibt aber auch Patches, aber auch hier müssen wir wirklich sehr bedacht rangehen. Können wir patchen? Wollen wir patchen? Wie funktioniert das genau? Also es ist jetzt überhaupt nicht trivial und es ist mal wieder ein Schlag in die Kerbe, dass wir der Trennung von virtuellen Maschinen hier nicht mehr 100% vertrauen dürfen. Und dann auch wieder hier der vielleicht ein bisschen konservative Tipp, dass man vielleicht keine zwei virtuellen Maschinen nebeneinander laufen lässt, die aus völlig unterschiedlichen Schutzklassen kommen, weil diese Schwachstellen, und wir merken es ja, die Einschläge werden immer häufiger in dem Bereich, die kommen näher und werden häufiger. Vielleicht sollten wir jetzt mal in die Konzepte übernehmen, dass wir jetzt keine irgendwie hochkritische Applikation direkt neben einer unkritischen oder einer exponierten Applikation laufen lassen, weil wir der Virtualisierung nicht mehr in allerletzter Instanz vertrauen können. Und das haben wir hier auch wieder gesehen. In der Beschreibung finden Sie Texte, Sie finden Referenzen und vor allem auch, was man mit dem Patch machen kann.
Ja, diese Woche gab es auch wieder jede Menge Patches, auch sehr kritische Patches wurden ausgerollt. Was da wichtig ist zu wissen ist, wir haben jetzt mal wieder sehr große Namen, zum Beispiel eine SAP, zum Beispiel Adobe, wir haben Oracle dabei, den Internet Explorer und Edge betrifft es eben auch. Das heißt, wir sehen hier die großen Applikationen, die großen Hersteller sind nicht davor gefeit, Sicherheitsprobleme patchen zu müssen, aber sie tun es auch. Auch hier ist wieder der Tipp, patchen Sie klug. Klug patchen bedeutet, Sie stellen sich die Frage, was für eine Bedrohung übe ich selbst aus, während ich den Patch ausrolle, quasi zügigerweise, weil Patches bergen eben auch Risiken. Welche Bedrohung habe ich aufgrund des Angreifers und des fehlenden Patches? Müssen das Ganze gegenüberstellen. An dem Punkt, wo Sie zum größeren Problem werden beim Patchen als der Angreifer, da wird natürlich nicht gepatcht. Und wenn wir nicht patchen, würden wir dann den Perimeterschutz hochdrehen. In den gerade genannten Beispielen, zum Beispiel Internet Explorer und Edge, da sollten Sie sehr zügig patchen, weil da haben wir kaum Perimeterschutz, weil das steht ja schon ganz vorne in unserer Infrastruktur. Ein Internet Explorer läuft auf dem Client, ein Edge oder so läuft auch auf dem Client. Ein Ubuntu zum Beispiel, wo Patches laufen, das ist ja auch eher ein Client-Betriebssystem. Das steht relativ weit vorne in unserer Infrastruktur, hat deshalb eine hohe Interaktion mit dem Angreifer und sollte deshalb auch gut gepatcht sein. Bei einem SAP-System oder auch einer Oracle-Datenbank, die vielleicht relativ tief in unserer Infrastruktur drin sind, kann man sich erlauben, ein bisschen später zu patchen, wenn im gleichen Maße das Netzwerk mehr auf diese Maschinen aufpasst. Ich hatte das mal vorgestellt in einem älteren CISO-Summit, also ich denke mir da immer so mehrere gegenläufige Keile, ne? Je schlechter oder je langsamer wir patchen, desto stärker muss die Perimetersicherung sein, und das Ganze in Balance zu bringen, das ist die Aufgabe vom Patchman. Und wie wir eben diese Woche gesehen haben, trifft es auch die großen, es trifft die großen Backup- oder Backend-Systeme, nicht Backup-Systeme, Backend-Systeme, und da müssen wir einfach was tun, handeln und vor allem mit Konzept und Verstand handeln. Ich fasse also nochmal zusammen, wir hatten Faxploit, das ist quasi das Szenario, wo jemand per Fax unseren Drucker eskaliert mit einem Root-Rechner am Ende, also da relativ weit gehen kann. Haben Sie da ein kluges Konzept, wie Sie damit umgehen, dass man von außen über das Faxmodul Ihr Multifunktionsgerät hacken kann. Das zweite, was wir gesehen haben, war die Foreshadow-Schwachstelle, wieder eine Kern, also wieder eine Prozessor-Schwachstelle, wieder ein riesen Impact, wieder schwierig mit Meta-Sachen das zu fixen, weil wir kein Hyper-Threading abschalten können. Wieder gibt es Patches, über die wir sehr gut nachdenken sollten. Im Bereich Foreshadow tun Sie das, bleiben Sie da am Ball und lesen Sie die Referenzen, die wir Ihnen angehängt haben. Und ganz am Ende wieder Patches. Die Großen haben diese Woche Patches, kritische Patches veröffentlicht. Auch das zeigt wieder, wir brauchen ein kluges Konzept, wie wir mit Patches umgehen. Und dann ist das alles auch handelbar. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal und sind Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn es ein neues Video gibt. Vielen Dank.